Jesse? Ah? Wer ist Welker? Welker? Die Statue von Welker. Ein Moment, ich bin noch nicht so weit. Die Jamie ist ein Wichser. Wie können Sie es wagen? Nö. Oh mein Gott, geh mir nicht auf die Nerven, du. Bei mir sind die alle auf New Game 12, ne? Also, deswegen habe ich hier ein bisschen Struggle tatsächlich gerade. Alles gut, Von alles allen gut. Ich Seiten. werf dir da nichts vor. Was für ein Oh, dieser Loser. kleine. Dieser kleine Pisser. Du will mich eines Besseren belehren. Oh Mann. Bin ich an der Statue vorbei? Ach nee, da hinten ist sie ja, genau. Wenn du dich mit NPCs verkracht haben solltest und du die Storyline versuchen möchtest noch zu richten, kannst du hierher, also wenn du aus Versehen mal deinen Controller wieder hinlegst und den ganzen enjoyst, ne? Ja. Sagen wir. Genau, dann kannst du hierher kommen. Natürlich mit der Voraussetzung, dass du noch am Leben bist und der NPC dich nicht endgültig massakriert hat, dann kannst du hier um Vergebung bitten und dann sind die NPCs wieder nett. Oh, das ist schön. Ich habe mal den Schmied aus Versehen angegriffen. Danach hat er mich nie wieder aus dem Feuerband schreien gelassen. Nie mehr. Es war angenehm. Das heißt, das Spiel war Du vorbei. kannst. Nein, es war ein Bug. Du konntest dich nicht ans Bonfeuer setzen, weil der Schmied halt immer aus seiner Schmiede angerannt kam und dachte sich, ah, den mache ich fertig. Dieser miese Wichser. Aber ernsthaft? Hey, da sind Skelette. Ich will die ganze Zeit leechen, das ist unfair. Elebadge. Nein, 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 nein. Somebody Ain't a sharpish tool in the shed. She was looking kinda dumb with a finger and a thumb in the shape of an L on her forehead. Well, if you don't stop coming, they don't stop coming. Fuck, da ist dieses Funkelchen und es läuft genau in die Gegend von irgendeinem Mother. Nein, nicht weglaufen! Okay, ich hab's noch gekriegt. Aber da ist wahrscheinlich irgendwas Schlimmes jetzt. Oder fahr mir! Oder fahr mir! Tschüssi! Ich hab eine Schüssel und ich werde sie benutzen. Der hat tatsächlich so ein Baumsäge-Ding. Säge. Baumsäge. Kann man nicht gleich sagen. Oh, okay. Wup, 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 wup. Das ist anders der Police. Wup, wup. Das ist anders der Police. Das ist der Mies. Gut. Das hat mich tatsächlich etwas Leben gekostet, aber ich krieg eine große Machete. Great Machete. Be wary of plunging attack. Wer ist denn hier am Planschen? Wer ist denn hier am Planschen? Wer planscht hier wo? Hm? Heute Nachmittag wird zurückgeplanscht. Da oben hängt was. Das will ich da runter haben. Da links ist irgendwas, was mich gleich angreift. Doch nicht. Da. Bist du schon weitergegangen? In die Kanalisation, in die nächste? Achso, da ist eine. Ja, ich bin gleich bei der nächsten Kanalisation. Da ist noch ein Typ, der gleich runterfällt. Oder auch nicht. Nee, warte mal, das ist. Ach nee, das ist der Typ von oben. Da waren wir ja. Da waren wir? Da waren wir. Da waren wir. Das ist ja der Typ, den ich aus Versehen mal angegriffen habe. Der Egon. Ja, der Ego. Genau. Bist du schon hochgegangen oder wie? Nee, noch nicht. Ich weiß gerade gar nicht, wo du bist. Warte, ich mach mal Stream an. Ich muss dir zuschauen.
viele Ratten auf einmal. Ich komme mir vor wie eine Weiße in einem Porno. Ihr wisst genau, welche Szene ich meine. Wo? The Cure Show. Ja. Ja, Mama. Mama. Ja, Mama. Guck mal, da wird Shrek jetzt gleich seinen Hals reinstecken. Der NPC, den du gefunden hast, der ist wichtig. Whoever you are, touch me, touch my darkness in. Whatever you do, touch it more. Somebody touch my spaghetti! Somebody touch my spaghetti! Touch me. Also, ich soll sie berühren, oder? Berühr sie, genau. Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie so falsch an. Do it! Embrace it! Yes, there you are. Keine einzige Berührung und. Naja, egal. I'm not entirely alone, just yet. Praise the merciful gods above. Mimi. Prayer! Oh, forgive I am Irina. Irina of Karin. I came to the so might be a firekeeper! I am weak. And unfit, but if it would not trouble you. Sie könnte mir gute Dienste leisten. Also ich schätze mal ja, oder? Also ist es hier irgendwann mal ein Problem, wenn ich jemanden. Ja, nee, nimm sie in dann genau. Ich kann dir das kurz erklären, du hast ja Cornix befreit, der Typ aus dem Käfig, ne? Das war derjenige, der dich Pyromantien lehrt. Sie kann Wunder lernen, genau. Bei ihr musst du aber vorsichtig sein, du kannst ihr nicht jedes Foliant geben, denn wenn du ihr ein böses Foliant gibst, dann kommt Egon um die Ecke und smasht deinen Butt. Und zwar so richtig, so. Oh. Ach so, genau. Genau. Ja. Lauf einfach raus jetzt und sprich noch mal kurz mit Egon und dann, wenn du fertig geredet hast, gehst du in das Gebäude links, bevor du rausgekommen bist. Hi, du erinnerst dich ja, wir waren ja hier und haben mit Sigvard angefangen, hier storyline-technisch richtig abzurocken. Es ging mit einem Fahrstuhl hoch und mit einem Fahrstuhl runter. Du musst runter. Es geht hier unten jetzt weiter. I am Egon. I am ally to you for as long as you assure the girl's safety and only. Interessant. Also er hat sich jetzt mit mir verbündet, auch wenn ich nicht wollte. Ja. Weil du seine Frau mitgenommen hast. Und ihr Dunkels angefasst. Du musst ganz dringend stehen bleiben. Ich kann mir das nicht weiter mit anschauen. Du hast eine Fat Roll. Wenn du dich rollst, dann hast du eine richtig fette Animation, weil du zu schwer bist. Ach so! Ich habe mich schon gewundert, warum das so ist. Das liegt an der Belastbarkeit. Du musst eine leichtere Rüstung anziehen. Das gibt's jetzt auch. Das gab's bei Bloodborne nicht, oder? Das gab's bei Bloodborne nicht. Hier kannst du Belastbarkeit skillen, damit du halt auch tankigere Rüstungen tragen kannst. Ach so. Du musst ganz dringend eine leichtere Rüstung anziehen. Das ist mir gestern bei dem Video auch aufgefallen. Ich dachte, ich könnte es dir jetzt zeigen, aber du musst ganz dringend deine alte Rüstung wieder anziehen. Ich gebe dir von mir aus nachher gerne eine Assassin-Rüstung, eine leichte oder so, die du später im Spielverlauf findest, aber die halt einfach leichter ist und gut, aber du brauchst dringend eine leichte Rüstung, weil als Dexterity-Build musst du einfach schnell oder. Ja, ich habe mich schon gewundert, was los ist. Du kannst das oben sehen, wenn du Option drückst und dann auf, auf deine Ausrüstung gehst. Ah, 32,2. Genau. Interessant. Belastbarkeit, bla bla bla. Sehr, sehr anstrengend, ich weiß. Na, ist halt so. Ich soll jetzt runter, oder? Das heißt, ich muss einfach nur runter. Du musst nur runter mit dem Fahrstuhl fahren. Und warte mal, jetzt ist da unten. Da unten ist jemand, du musst ihn nicht jetzt bekämpfen, du kannst doch einfach an ihm vorbeirennen und die Türe öffnen und dann ist da schon das Bonfire. Na, also da ist dann schon das nächste Bonfire. Du musst nicht versuchen, diesen Gegner zu bekämpfen, wenn du dir das nicht zutraust. Das heißt, ich bin am Arsch, wenn ich es versuche.
du musst es nicht versuchen, du kannst aber versuchen, wenn du möchtest. Das klingt so, als würde der Drache gleich wiederkommen. Warum habe ich das gesagt? Nein, so schlimm ist es nicht. Zwei Drachen. Also es ist zwar schlimm, aber so schlimm ist es nicht. Es ist ziemlich dunkel hier. Somebody touch my darkness. In me. Within me. Ich werde jetzt langsam paranoid. Oh fuck. Ist das irgendwie so eine Nachmache von dem anderen Gegner? Ja, ich merk's, ich geh. Ei! Du bist invincible, wenn du Türen öffnest. Das heißt, Gegner können dich nicht angreifen. Kommt er mit raus? Nein, er bleibt da drin. Er ist zu fett. Ja, das sind. Du weißt ja noch, Ford aus dem Nordwindtal, auf the Boreal Valley. Das sind alles Leute aus dem Tal von Irithyll. Das ist der Vorreiter. Diese Vorreiter gibt es überall, immer wieder. Gibt es einen Grund, warum er nicht normal läuft? Und ich habe keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Das habe ich mich noch nie gefragt. Naja gut, also du bist ja jetzt am neuen Bonfire. Ich kann hier noch nicht mein Zeichen setzen. Du musst tatsächlich erst zum nächsten Bonfire. Das ist der Pfad der Opferung, heißt er hier. A Path of Sacrifice, keine Ahnung. Ey cool, und wen opfern wir? Dich. Du musst jetzt hier ein bisschen dich durchmetzeln und versuchen durchzukommen. Es ist kein großes Stück, es ist aber ein nerviges Stück. Schönen guten Tag, liebe Bestie. Wenn du mich nicht angreifst, greife ich dich du auch musst, nicht an. Du musst die töten, bevor sie sich transformieren. Dann machen sie dir weniger Schaden. Gut zu wissen. Ja, wenn sie sich transformieren, haben sie ein extrem schnelles Moveset und das ist belastend. Achso, und die Versionen von denen, die einen Zauberstab in der Hand halten, sobald die anfangen rumzugrönen, verwandeln sich alle automatisch in der Umgebung. Das heißt, die möglichst entweder sofort umgehen oder sofort töten. Sofort fokussen, genau. Fuck. Ich glaube, ich sehe da hinten schon einen mit dem Stab. Ah, wundervoll. Ich sehe da eines unbekannten Reisenden. Und da ist noch einer mit dem Stab. Ja, super, jetzt kommen die plötzlich alle. Ich habe das Gefühl, dass ich gleich runtergeschmissen werde. Da hinten ist ein Leuchtling. Shiny. You're so shiny. I'm going to kick your hiney. Na, 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 na. Shine bright like a diamond. I appreciate your input. Okay, da sind drei Viecher und an dem muss ich wahrscheinlich vorbei. Fuck. Ich will aber nicht. Ich will zu Hause bleiben und eine Suppe kochen. Der Mann im Mond schaut zu. Okay. Hey, alles okay? Ja. Nee. So. Ja, schau dir mal alles an. Man kann überall hin, wenn du Brücken siehst. Man kann da auch drunter meistens. Schön die Seitengänge beobachten. Höhlen, die auch einmal auftauchen. Alles Mögliche. Schau dich gut um. Du findest in dem Areal bis zum nächsten Bonfire tatsächlich auch schon einen Ring. Boah.
Oh, gerade so beschissen.